Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sabine die Kette. Ich begrüße euch recht herzlich bei The Room Kapitel 4. Viel Spaß! So, als erstes nehmen wir hier ein Buch mit Ledereinband. Bücher gehören natürlich in die Bibliothek und da gehen wir jetzt auch hin. Auf der linken Seite ist ein Buchständer. Da gehört's her. In den Aufzug des Grauens, in den Tower of Terror. Ab! Nun kommt dieselbe Prozedur wie vorher auch. Wir müssen erst einmal Strom machen. Unser kleiner Kasten. So, da gehört der mal hier. Da haben wir schon mal einen Funken, ist ja gut. Der hier. Der hier und der hier. Drüben ist unser nächstes Ziel. Aber zuerst haben wir noch eine kleine Arbeit zu erledigen. Das Ding ist nämlich kaputt. Und der Brief des Meisters. Ich wusste, du würdest mich nicht enttäuschen. Du bist ein würdiger Lehrling. Und nun stehst du an der Schwelle des größten Augenblicks der Menschheit. Ich habe dich nicht bloß hergebracht, auf dass du stiller Zeuge meiner Leistungen seist. Du hast eine Rolle, eine viel wichtigere Rolle, als du es dir jemals ausmalen kannst. Ohne deinen entscheidenden Beitrag hätte ich jenen Durchbruch, vor dem wir gemeinsam stehen, niemals schaffen können. Der Meister. Gut, mit dem Schraubenzieher müssen wir jetzt runter in das erste Zimmer, ins Arbeitszimmer. Und dort müssen wir das Teil, das uns hier fehlt, ausbauen. Wir schnappen es uns und müssen es hier oben wieder einsetzen. So, mit dem Schraubenzieher aufdrehen. Und damit müssen wir jetzt wieder hinauf. So, jetzt wieder alle vier Schalter nach oben. Knöpfchen drücken. Und wieder synchronisieren.
So, jetzt sind wir in der Sternwarte und ich fange mal an. Ich gehe nach rechts zu der kleinen Scheibe hier und da sehen wir schon, das sind Rubine. Und das müssen wir jetzt so drehen, dass alle Rubine in einer Fassung drinnen sind. Und das kleine hierauf. Dann erhalten wir eine gravierte Glasscheibe. Mit der gehen wir nach links zu dem Tisch. Die können wir hier auf der Seite öffnen und da unten beleuchten. Drehe ich das mal nach oben. Die Scheibe fügen wir hier ein. Dann sehen wir schon, wir brauchen Draco the Dragon. Wenn man sich das jetzt nochmal genauer anschaut, da sehen wir hier die roten Sterne und die müssen wir jetzt gleich auf der großen Karte auch rot markieren. Das heißt, wir gehen hierher, fügen den Kristall in der Mitte ein. So, und dann brauchen wir 1, 2, 3 und 4. Dann erhalten wir eine Linse und ein Pergamentstück. Jetzt müssen wir nochmal zurück zum Tisch. Auf die rechte Seite vom Tisch. Hier fügen wir das Pergamentstück ein. Dann können wir hier runter. Dann brauchen wir diese beiden Symbole. Da haben wir hier den Mond und hier den Stern. Den brauchen wir gleich. Gehen wir hinten in die Mitte. Jetzt gehen wir mal ordentlich kurbeln. Gehen wir zu dem Sternsymbol. Da brauchen wir als erstes das hier. Dann zum Mond. Brauchen wir dieses Symbol. Dann gehen wir in der Mitte zu der Linse. Die Linse ist kaputt, die müssen wir austauschen. So, und dann müssen wir das Ganze drehen. So, mit der Metallplatte gehen wir nochmal zum Tisch. Die legen wir jetzt über das Pergamentpapier drüber. Dann brauchen wir das Okular. Das sehen wir schon, wenn wir runterzoomen. Haben wir da auf der linken Seite das Mondsymbol. Das heißt, wir brauchen das Dreieck mit der Welle durch beim Mond. Dann gehen wir hinauf. Da haben wir das Sternsymbol. Da brauchen wir die zwei Kreise, die durchgestrichenen. Jetzt nochmal zurück zum Teleskop. Gehen wir wieder zum Stern. Das heißt, wir brauchen das Symbol. Gehen wir zum Mond. Da brauchen wir das Dreieck. Das ist hier. Und nochmal zu der Linse. Und jetzt wieder das Gleiche. Mal den großen Schlüssel hier, den Eisengriff. Da gehen wir hinten jetzt bei der Tür raus. Nach links. Hier können wir das einsetzen. Dann gelangen wir hinaus in den Garten. Gehen wir raus. Die Sonne nur lassen wir mal, wir gehen da hinten hin. Schauen uns die Platte hier mal genauer an. Da können wir als erstes einmal, Süden muss nach unten.
halt mein Zahnrad. Ein großes sogar. Das können wir links und rechts zur Seite schieben. Da halt mein kleines. Und dann müssen wir hier noch das verschieben. So. Sehen wir schon da hinten Licht. Das heißt, wir gehen wieder runter. Da ist ein Brief des Meisters. Nun wirst du erkennen, was der Kern dieses Abenteuers ist. Hast du je einen derart atemberaubenden Augenblick erlebt? Dies ist unser Preis, deiner und meiner. Erstaunlich, wie sehr du dem Null-Element widerstehen kannst. Nur ich vermochte diesen Schlüssel zu schmieden, doch nur du vermagst ihn einzusetzen. Das ist mir jetzt klar. Alles ist bereit. Die letzten Berechnungen werden dich vor keinerlei Probleme stellen. Und sobald du das Tor aufstößt, werde ich bei dir sein. Lass uns gemeinsam hindurchschreiten. Die grandioseste Leistung seit einem Dutzend Generationen. Der Meister. Gut. Legen wir mal den Schalter hier um. Gehen wir in den nächsten Raum, halten uns nach links. Da halten wir die kleine Sonne. Gehen wir wieder raus mit dem kleinen Modell. Wo ist die Tür? Da. Wieder in den Garten. Nur die Harten kommen in den Garten. So, das Sonnenuhrmodell setzen wir jetzt hier ein. Duck. Drehen das Ganze zur 3. Das war zu weit. Ja, ja. Gehen zu dem großen Modell. Und hier ziehen wir die 3 weg. So, wir haben 2 Zahnräder. Eins viereckig und eins rund. Wir nehmen mal das Runde, setzen das hier ein. Ja, wir können es dann wieder rausnehmen. So, jetzt drehen wir mal. Dann halten wir ein kleines Zahnrad mit einem Dreieck in der Mitte. Nehmen wir das wieder weg. Drehen das hier rüber, das hier runter. Dann können wir hier das kleine Dreieckige einsetzen. Hier das mit dem Runden. Und da unten das mit dem Viereck. Können wir wieder drehen. Dann halten wir hier den Griff. Die Dreiecke nehmen wir wieder mit. Verlassen das Ganze mal. Den Griff setzen wir hier ein. So. Kugel können wir öffnen. Halt einen Messinggriff und eine Kugel mit Fassung. So, den Messinggriff verstellen wir mal. So, und jetzt gehen wir wieder zurück zu unseren Zahnrädern. So, den Messinggriff setzen wir mal hier ein. Dann müssen wir das in die Mitte stellen. Dann fügen wir das Viereck, das Dreieck und den Kreis hier ein. Dann müssen wir das etwas drehen. Das ist unser Ziel. Das gilt es zu erreichen. Gut, die halbrunde Kugel muss hierher.
mal das erste Symbol. So, untersuchen wir mal das ganze Sonnensystem hier. Das zweite Symbol. Schauen wir mal zum Mond. Ich möchte noch die Erde begutachten. So. Mal rundherum. Uah, jetzt habe ich es verdreht. Da kommst du her, Australien. So, jetzt fehlt noch das oben. So, haben wir alle Kontinente, wo sie hingehören. So, jetzt haben wir alle drei Symbole. Und dann Linsendeckel. Da haben wir wieder Stern, Mond und das dritte brauchen wir dann nachher noch. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Okular. Wir haben dieses Symbol und das sollte hier dann reingehören. Das heißt, wir müssen ein bisschen drehen und schauen. Das passt mal. Oben brauchen wir das. Gut, das setzen wir hier ein. Nochmal Okular und rein. Gut, jetzt gehen wir hier raus. Gehen die Stufen runter. So, das, was wir gerade gesehen haben, ist hier runtergefallen. Ups, so, jetzt sehen wir da unten die Symbole. Da müssen wir hierher und die genauso anreihen. Zuerst das Teil einfügen. Drehen. Na. So. Das muss mal hier rüber. Das Dreieck gehört hierauf. Sonne gehört dann in die Mitte. Schauen wir mal alles drauf. Hopp, das war jetzt zu viel. Das X gehört hierher. Das Weiße gehört hier oben hin. Die Sonne muss dann wieder runter. Das Grüne gehört hierher. Voilà. Nein, das wollen wir nicht so. Das gehört so. So. Das Blaue mal hier rauf.
Die Sonne gehört in die Mitte, das Grüne hier und die Rote da. So, bevor wir das in Betrieb nehmen können, müssen wir nochmal zu unserem Teleskop. Und zwar können wir hier jetzt die Linse einsetzen. Hier, okay. Gut, für die Sonne brauchen wir jetzt das hier. Können wir ordentlich kurbeln. Das Mondsymbol ist das hier. Und hier haben wir das. Gut, jetzt brauchen wir das nur noch drehen, dass es passt. So, jetzt müssen wir Symbole suchen. So. Und das jetzt hier nachzeichnen. Das nächste Symbol suchen. Wo ist es? Hat das? Gut, alle guten Dinge sind drei, eins fehlt noch. Ist nur die Frage jetzt wo? Okay. Da ist es. So, bevor ich jetzt ins Labyrinth gehe, möchte ich das noch kurz zeigen. Das Labyrinth ist hier. So, wir müssen auf die Symbole hier treten und die dann aktivieren. Viel Spaß! Hier ist das erste Symbol.
So, dann haben wir das erste aktiviert. Jetzt wieder zurück. Das ist das Wetter. Das hatten wir schon. Ups. Okay, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ah, nein, das ist doch auch nicht. Gefunden. Gut. Die Kugel müssen wir draußen einsetzen. Bei unserem Sonnensystem. Ist noch frei. Brauchen wir wieder das Okular und rein. So, jetzt sehen wir schon die Problematik. Wir müssen den Griff hier runterkriegen.
Dreh dich doch, dreh dich. So. Und so. Und runter. Die Pyramide ist um. So, jetzt sind wir wieder zurück im Haus. So, ich füge jetzt noch die Pyramide ein. Also wieder runter. Wo ist der Ausgang da? Rein in den Fahrstuhl des Grauens. Und runter. Jetzt geht's abwärts. Die letzte Pyramide. So, und bevor wir das jetzt schnappen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal gibt es dann mehr davon. Tschüss!